Halbzeit in der NBA, Zeit für das Beste vom Besten. Die Top 10 der bisherigen Top 10 auf 10 Chris Webber. Kein Pardon für Superstars, auch nicht für Charles Barkley. Hinten herum und rein damit. Die Abteilung anders als die anderen. Blue Edwards von den Milwaukee Bucks sitzen auf Platz 9. Einen besser, der Dunking-König des vergangenen Wochenendes, Isaiah Ryder, diesmal als Spielverderber, der leidtragende Patrick Ewing. Schlechte Zeiten für Ewing, schon wieder sieht er gar nicht gut aus. Clifford Robinson aus Portland fliegt mal ganz eben ganz locker an ihm vorbei, auf Platz 7. Ab nach Houston, da hat Vernon Maxwell tierisch eilig. In letzter Sekunde der entscheidende Wurf. Für ihn Platz 6 und Riesenfreude. Schneller, höher, weiter. Sean Kemp, Seattle Supersonics, der Überflieger auf Platz 5. John Starks von den New York Knickerbockers. Sein Motto, warum einfach, wenn's auch rückwärts geht. Platz 4. Man muss nicht unbedingt Dunking-König sein, um anderen die Show zu stehlen. Lavonzo Ellis von den Denver Nuggets mit dem Monsterblock. Platz 3. Gary Payton aus Seattle mit einem Pass, den wir in keinem Lehrbuch gefunden haben. Platz 2 für innovative Akrobatik, Marke Supersonic. Noch eine halbe Sekunde, dann ist Schluss. Dana Barros weiß, um was es geht. Wer den Boden nicht berührt, gewinnt. Sensationeller Korb und Platz 1.